Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Skill. Dieses Mal habe ich... Oh, 3 gegen 1. Dieses Mal habe ich extra nicht Single Deathmatch genommen, sondern wir spielen mal eine Runde Team Deathmatch. Das heißt, es gibt kein bestimmtes Ziel, außer dass wir halt einfach so viele Gegner wie möglich umbringen. Und das ist auch die einzige, meiner Meinung nach, wirklich geil spielbare Team Deathmatch Map, die ich hier gerade spiele. Und zwar Desert Camp. Weil das eine Map ist, wo man halt wirklich rumläuft und versucht, die anderen abzuknallen. Die anderen Team Deathmatch Maps, die es gibt, die sind einfach so viel mit Campen verbunden, dass ich die nicht so gerne spiele. 3 gegen 3. Oh, oh, oh. Ja, das ist natürlich der Nachteil. Also man hat ja keine festen Spawnpunkte, wo das eine Team und das andere Team spawnt, sondern die Spawnpunkte ergeben sich daher, wo die Teammitglieder sind. Das heißt, wenn an dem Schauplatz X halt viele Teammitglieder sind, dann wird man da auch spawnen. Und dann hat man natürlich das Risiko, wenn man umherläuft, dass man manchmal in den Spawnpunkt des Gegners läuft, dann ist man natürlich tot, weil man da nichts machen kann. Erstens haben die ein paar Sekunden oder eine Sekunde, ein, zwei Sekunden Spawnschutz. Und zweitens hat man dann einfach, man pechert 3, 4 Gegner um sich herum. Deswegen ist es bei Team Deathmatch einfach so, dass man manchmal Pech hat, was die Spawnpunkte der Gegner angeht. Hä? Okay, hier hängen ein paar ab. Der eine ist auf jeden Fall nach unten gerannt, der andere nach rechts. Soweit ich weiß. Schade. Ja, sage ich doch, der eine nach unten, der andere nach rechts. Also ich finde auf jeden Fall, dass Team Deathmatch noch ein bisschen mehr mit Glück zu tun hat als als Single Deathmatch, weil man einfach viel öfter gegen viele Leute kämpft, die halt nur auf einen schießen. Wenn man halt bei Single Deathmatch auf 3 Leute trifft, dann schießen die ja alle, jeder gegen jeden quasi. So, hier hat jetzt zum Beispiel 3 Gegner, die haben sich nur auf mich konzentriert. Ah, fuck. Okay, mein Nachladen war definitiv ein Fehler. Oh, wir haben schon einen im Team, der 9 Kills hat. Ja, hätte hier auf jeden Fall noch nicht nachladen dürfen. Das war auf jeden Fall nicht gut gespielt. So, hier unten müssten jetzt eigentlich welche sein. Zumindest unten rechts drin waren ja welche. Ah, ich bin wieder fast tot, weil mich die scheiß Nate halt getroffen hat. Bei dem Team Deathmatch, gerade wenn viele Leute unterwegs sind auf so einer Map, sind auch Nades ein bisschen effektiver, weil man einfach mehr Ziele hat, die man treffen kann. Aber wie gesagt, spiele ich zur Abwechslung auch ganz gerne mal so eine Team Deathmatch Map. Gibt ja noch so eine andere Map, die meiner Meinung nach öfters gespielt hat als Desert Camp. Generell wird Desert Camp nicht so oft gespielt. Und das ist Damm. Da spielt man quasi auf einem Staudamm. Die finde ich aber, wie gesagt, durchs Campen nicht so geil. Aber die kann ich euch ein anderes Mal zeigen. Schon einige unterwegs. Ah, da kommt er von rechts. Schade. Ah, aber meine Nate hat noch jemanden gekillt. Sehr nice. Ich denke, ich werde mal hier rechts rumgehen. Mal gucken. Falls da dann immer noch ein Haufen steht, kann ich zumindest versuchen, von der Seite reinzukommen. Bei Team Deathmatch macht es auch immer Sinn, mal auf die Map zu gucken, wo die eigenen Freunde so sind. Die scheinen echt dann unten drin zu campen, oder? In der Durchführung. Oder in der Unterführung, was er gesagt. Gibt's doch nicht. Was wollen die denn die ganze Zeit da unten drin? Ist halt langweilig. Man muss halt versuchen, dieses Nest auszuheben. Dann können die nämlich da nicht wieder spawnen. Geil, wie ich gar keinen Treff, also nicht mal einen Assist bekomme. So, jetzt, wenn wir jetzt hier unten sind, also das blaue Team, mein Team, dann können die da unten zumindest schon mal nicht mehr spawnen. Also im Endeffekt versucht man halt einfach nur Checkpoint um Checkpoint einzunehmen und zu halten, aber das mit dem Halten funktioniert halt nicht. Also die Gegner spawnen halt logischerweise irgendwo. Die müssen ja irgendwo spawnen. Hier ist es irgendwo ein Gegner auf der anderen Seite auf jeden Fall. Unterschwerende.
da habe ich aber auch schon wieder gut erwischt, ey. Versuche eigentlich immer außen lang zu gehen, weil man wieder nicht das Risiko hat, dass man von 100 Seiten getroffen werden kann. Wenn man durch die Mitte geht, dann gibt es viel, viel mehr Seiten, von denen man getroffen werden kann. Dann ist halt das Risiko viel zu groß, dass man in irgendwelche scheiß Kreuzfeuer reinkommt. Schade, nur ein Assist. Okay, da unten hängen sie wieder ab. Vielleicht haben sie auch wieder ihre alte Unterführung eingenommen, keine Ahnung. Schauen wir mal. Hier oben lang zu rennen ist meiner Meinung nach total dumm, weil man hier einen viel besseren Schutz hat. So, schauen wir mal. Ja, da habe ich noch einen gesehen. Krass, wie sie jetzt zu zweit gekämpft haben, ey. So schlecht. Aber sie haben nicht gewartet, bis ich auch noch vorbei war, deswegen konnte ich zum Glück beide downholen. Sonst hätten sie uns schön den Rücken geschossen. So, dann gehen wir wieder hier lang. Versuche auch nicht ganz so viel zu sprinten, da hat man einfach eine schlechtere Reaktionszeit. Normal laufen macht oft mehr Sinn, es sei denn, man hört halt, dass irgendwo Action ist und will seinen Kameraden helfen, entgegenkommen. Sehr schön. Oh, ich habe keine Munition mehr, ich kann nicht mehr nachladen. Das Einzige, was uns da übrig bleibt, ist eine Waffe zu holen, die noch Munition hat. Ja, die ist mir lieber. Oh, die ist ganz geil. So. Ich finde es immer lustig, wenn ich halt eine andere Waffe nehmen musste, weil ich keine Munition mehr habe und dann damit halt andere Leute kill. Weil logischerweise ich mit der Waffe halt überhaupt nicht eingespielt bin. Die einzige Waffe, mit der ich noch einen Tick eingespielt bin, ist die Standardwaffe, die Anfangswaffe, also die M16, die man hat. Aber ansonsten... Aber die hier lässt sich auch ganz cool spielen, muss ich sagen. Hat auch einen ähnlichen Rückstoß wie unser Maschinengewehr. Vielleicht ein Tick mehr. Schießt auf jeden Fall langsamer, aber ich weiß nicht, dass die einen Schaden macht. Kann natürlich sein, dass die langsamer schießt, aber dafür mehr Schaden produziert. So, jetzt gucke ich immer hier hinten lang, weil es scheint ja doch ein paar Camper zu geben im gegnerischen Team. Ah. Er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Rückstoß, die Waffe, aber war ganz cool. Oh, schöne Stats. 999 haben wir. Ach nee, das waren wir gar nicht. Das war André. Wir haben 1036 Stats. Okay. Ist auch, also wenn man wirklich so viele Gegner, also wenn die Teams wirklich voll sind, ist es auch immer schlau, wenn man mit ein paar Leuten mitläuft. Also man kann zwar auch total kamikaze in die andere Richtung gehen, aber da ist das Risiko viel zu groß, dass man halt alleine dann gegen 3, 4, 5 Leute steht. Das ist echt besser, mit seinen Kameraden zu gehen. Um halt nicht komplett allein an weiter Front zu sein. Wenn es wenige Spieler sind im gegnerischen Team, dann gehe ich eigentlich... Ah, schade, hätte nicht gucken sollen. Wenn wenige Gegner im gegnerischen Team sind, gehe ich immer alleine rum. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eine kurze Map. Tschö, tschö, bye, bye.